Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, die belgischen Warmblüter sind noch auf der Weide unterwegs. Die gute Dame werden wir dann auch verkaufen. Den Hengst behalte ich nochmal, bis wir dann ein zweites T4 belgisches Warmblut haben. Und dann haben wir hier unsere kleine Friesenstute, die jetzt schon erwachsen ist. Die schauen wir uns trotzdem mal kurz an, bevor wir mit ihr züchten. Ja, sie heißt Sam, ist aber eine Stute. Ja, Namen lassen wir erstmal so. Bin ich mir nicht sicher, wie ich sie nennen wollen würde, aber ich finde sie trotzdem ganz cool. Ich finde sie sehr schick. Na komm, zeig dich mal. Hat das Modell, das auch das der Bretone hat. Ich glaube, Canadian und Canadian Pacer haben auch das Modell. Ja, und sie ist halt einfach schwarz. Aber eine schicke Dame. So. Ja, als Fohlen sehen wir uns dann den Hengst an, wenn wir einen bekommen. Aber erstmal müssen wir züchten. Was mit dem Fjordi war das? Wir brauchen Fjordi Hengst. Wo haben wir den guten? Da. So. Das geht ja auch noch. Ja, 23%. Müssen wir so hinnehmen. Wäre ein Hengst. Alles okay. Immerhin erstmal ein Araber haben, wäre schon mal toll. Aber hätten wir Friesen mal schauen können, was es wird. Das kriegen wir jetzt so mit. Ist es ein Hengst? Nee, eine Stute. Ausgerechnet das, was wir nicht brauchen. Na gut. Aber immerhin schon mal. Wir sind einen Schritt weiter. Gut. Ja, dann gucken wir uns gleich nochmal das exklusive Gelderland an. Da ich mir überlegt, da würde ich den Stufe 2 Hengst verkaufen. Und dafür behalten wir dann halt den kleinen. Und ja, die Stute Stufe 2, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, die könnten wir auch verkaufen. Oder wir trainieren sie noch ein bisschen. Das können wir auch machen. So, wo ist der Hengst? James. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das ist wieder normal. Ich bin irgendwie wieder verklickt. So, der arme James muss uns jetzt verlassen. Und dafür kommt sein Sohn, Tahu. Tahu finde ich nicht schön. Aber na, muss ich nochmal gucken. Die Namensliste habe ich hier irgendwo rumliegen. Aber sind so wenig. Ja, ich habe viele Namen für Rappen. Ja, für Hengste habe ich ganz, ganz wenig. Egal, wir schauen ihn uns erstmal an. So, da ist er. Oh, er ist so schick. Doch. Eigentlich wäre es schon cool, wenn wir zwei von den Stufe 3 Tieren hätten, oder? Ich finde den echt schick. Wir können ihm ja mal ein bisschen Gras füttern. Und dann kommt er aber, glaube ich, auf die Weide zum Level, wenn er sich nicht irgendwas aussucht, was ein bisschen mehr bringt. Werden wir ihn erwachsen wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen. Jo. Müsli-Riegel. Ich weiß gar nicht, ob wir noch so viel haben. Ich muss dann gleich erstmal schauen, was wir für unsere nächste Aufgabe brauchen. Aber vorher müssten wir nochmal tauschen. Wir haben noch hier unseren Merrylegs. Der kommt rein. Black Beauty. Wir müssten uns nochmal auf die Suche nach einer Merrylegs-Stute machen. Also eine exklusive Shetland-Pony-Stute. Jetzt gucken wir erst nochmal zu den Müsli-Riegeln. Das sind nur 15. Wo ist denn die nächste Aufgabe? Da. Gelbes Futter. Ja gut, und Apfelkekse müssten wir herstellen. Ja, trotzdem, wir heben uns die lieber auf. Schicke ich den Kleinen nur auf die Weide.
Und dann habe ich auch gesehen, müssten wir unbedingt dieses, wie auch immer es hieß, hier Mischfutter herstellen. Da gehen wir mal schnell nach Deutschland. Und da müssten wir dann ja auch noch die Ornotraberzucht weiterführen. Ja, die Groninger müssten auch noch weiter gezüchtet werden. So, aber wir können hier erstmal ernten. Ganz wichtig. Gibt ja immer schön Eventpunkte auch. So. Können wir? Ja. Gucken, wie viel können wir denn davon mal herstellen. Okay, mehr geht nicht, dann brauchen wir erstmal Äpfel. Vorher züchten wir hier mal. Ja. Für Jack haben wir jetzt leider keinen Platz. Rocky ist unterwegs. Und die gute Dame. Und dann müssen wir noch den Bola finden. Na, wo bist du? So. Hier verbessern wir jetzt die Erfolgschancen. Und dann gucken wir mal, was das wird. Nein, drüber gegangen. Ja, hier haben wir wieder mal kein Glück. Ja, die Urlautraber machen es mir hier nicht leicht. Das dauert. Na gut, dann gehen wir mal nach Frankreich. Da müssten wir ja Äpfel holen und die Groninger Zucht weiterführen. Und bei den Rennen bin ich jetzt leider nicht mehr so weit gekommen am Wochenende, wie ich es gern gewollt hätte. Aber wir können ja mal gucken, dass wir vielleicht noch eins machen. So, erstmal Geld abholen und Äpfel abholen. Der Honig bringt, soweit ich weiß, nichts an Eventpunkten. Wir können ja mal einmal holen. Nee. Genau, der Honig bringt nichts. So, hier ist schon mal kein Fohlen mehr drin. Ja, ich sollte vielleicht mal nach einem Stufe 2 oder 3er Groninger gucken. Kann ich ja machen, wenn ich die Merrylegs-Stute suche. Das dauert aber jetzt in der Folge viel zu lange. Diese ganzen Ladezeiten. Nein. Wieder Stufe 1. Ah ja. Da stehen die Chancen gar nicht so schlecht, ne? Gut, wir haben die Äpfel. Wir gehen mal zurück und dann gucken wir uns gleich nochmal die ganzen Nachrichten an. Und unser Eventpunktestand. Den müssten wir auch nochmal anschauen. Nein, das ist das Falsche. Oh, bitte nicht. So. Ich glaube, das reicht erstmal. Haben wir noch genug Kirschen hierfür? So, sehr gut. Gut, was gibt's denn hier? Ach ja, wir bekommen Besuch von einem seltenen Fantasiepferd. Ja, wenn man hier endlich eine Oase hätte. Ach so, ich habe hier die Boxen noch ausgebaut. Sind jetzt alle auf Stufe 5. Das heißt, hier würden wir uns dann nur noch der Zucht widmen. So, und das ist unser Besucher. Auf einer total dreckigen Weide leider. Oh, es gab nochmal Diamanten. Sehr schön. Sonneneinhauen Stufe 2. Aber ich glaube, nee, das möchte ich jetzt irgendwie nicht öffnen. Da habe ich Bedenken, dass es wieder abstürzt. Das wäre ärgerlich. So, aber die Eventpunkte hier holen wir uns auch nochmal. Ja, wollen wir hier nochmal eine weitere Zucht versuchen? Finanziell gesehen könnten wir das sogar machen. So ganz schlecht sieht es ja momentan nicht aus. So, aber nur solange das Züchter-Event noch läuft, denke ich. Dann wird es alles wieder ein bisschen teurer. Wie lange läuft das denn noch? So, ja, gelbes Rosen-Event. Oh, nicht mehr lange. Oh, morgen ist das letzte Mal, wo wir bei den Wallotrabern die Chance erhöhen können. Gratis, das ist natürlich bitter. So. Ein Onyx-Einhorn Stufe 2, es tut mir leid. Aber mehr als ein Pärchen wäre doof.
Klar, man könnte sie trainieren, aber ich glaube, dann wird es für mich sehr schwer. So, 15% und es wäre eine Stute. So, mehr interessiert uns erstmal nicht. 15% ist schon, ist machbar. Und es wird, oh, es wird das Onyx-Einhorn Stufe 3. Wie cool, eine Stute. Wie hieß sie denn? Queen. Ja, ich glaube, das passt ziemlich gut, oder? Oh, wie schön. Dann ist sie beim nächsten Mal dabei. Dann muss ich hier wieder Platz machen. Ja, das wird dann schon wieder schwieriger. Obwohl, die Onyx-Einhörner sind dann ja fertig gezüchtet. Dann könnte ich rein theoretisch alle davon rüberbringen in eine Oase. Aber die Frage ist, welche? Ich glaube, in Deutschland ist auch nicht mehr so viel Platz. In Großbritannien, wo sie eigentlich hin sollten, müsste ich ja noch erweitern. Mache ich momentan aber nicht, weil ich unbedingt das Agrabah-Zertifikat haben möchte. Das dauert ja auch nicht mehr so lange. Drei Plätze. Es wären die drei Plätze, ne? Dann müsste ich die Skorpione mal reinstellen. Aber noch sind ja sowieso alle in der Zucht. Noch bringt das nichts. Aber dann müssten die Skorpione mal kurzzeitig reinwandern. Ich denke, das geht. So, was haben wir denn hier noch? Ja, die Pferde wurden gestreichelt. Wir haben einen Stallbursche. Es wurde wohl gezüchtet. Ich hoffe, es hat geklappt. Ist ja manchmal könnte man ja echt ja, sich ziemlich doll ärgern, wenn man sehr viel Geld ausgibt und es klappt einfach nicht. Hier Brasilien wäre natürlich auch sowieso eine gute Sache, ne? Da wurden wir überholt. Ja, von einer Waage, von einem belgischen. Oh, aber das sind wir. Hä, wurden wir nicht von mehr Leuten überholt? Hieß es nicht irgendwie, wir wurden von mehr überholt? War das nicht oder war das Mexiko? Hm, naja, egal. Ja, Brasilien können wir laufen, würde ich sagen. Wie weit müssen wir kommen? 1800 Meter. Da nehmen wir, glaube ich, schon mal unsere Lea, oder? Ja. Dann haben wir schon mal einen weiteren Saphir sicher. Das wäre schön. So. Mal schauen. Aber ich denke schon mal, 1800 Meter kann es knapp werden. Dass wir da dann doch mal 4 Diamanten einsetzen müssen. Aber egal. Dieser Saphir kostet mehr als 4 Diamanten, wenn man den so kauft. Ich glaube 85 waren das, ne? Das ist echt heftig. Wenn man nur einen braucht, dann geht's ja eventuell noch, aber wenn es ein paar mehr sind, dann haben wir schon ein ganz schönes Problemchen. So. Das war schon mal nicht ganz so gute Aktion eben. Ich sollte mich nicht auf die Münze konzentrieren. Das ist doch. Die 1000 Meter haben wir gleich. Ein Booster wäre doch mal schön. Obwohl sie dann ja wirklich extrem flott ist, aber zumindest während der Boosterzeit passiert einem ja nichts. Hm. Oh, das war fies. Ach man, das kann ich mir irgendwie nicht merken, dass da immer sowas aufploppt. Ja, jetzt, naja, egal. Zwischen. Sonst kommen wir hier heute gar nicht mehr zu irgendwas Vernünftigem. Obwohl, stimmt nicht, wir haben das Onyx-Einhorn gekriegt. Und unser exklusiver Gelderländer ist da, das ist auch schön. Jetzt müssen wir nur noch einen Namen für ihn finden. Bei Taru, ich glaube unser Missouri Foxtrotter hieß auch so, ne? Finde ich nicht schön, muss ich leider sagen. Ich möchte aber auch nicht immer diese Standardnamen. Da muss es doch noch irgendwas geben.
irgendwas, was nicht jedes Pferd oder jedes zweite Pferd gefühlt als Namen hat. Ja, jetzt kommen wir natürlich ordentlich weit mit ihr, ne? Huch! Ja, man müsste sich trotzdem weiterhin konzentrieren. Wäre schon ganz gut. Ja, man merkt es auf jeden Fall bei ihr, die ist echt top, nur die Besitzerin nicht. Oh Gott, sie könnte so viel und ich verhor's so. Ach Gott. Ja, jetzt sind wir natürlich nicht so weit gekommen, aber es reicht für den Saphir. Hoffentlich wird der nächste Ritt, wo wir wirklich weiterkommen müssen, besser. Ja, jetzt sind wir momentan auf Platz 2. So, und dann gucken wir uns gleich nochmal unsere Eventpunkte an und wie viele Saphire haben wir denn jetzt überhaupt? Das wäre auch nochmal gut zu wissen. 17. Oh, es ist so wenig. Ja, und hier haben wir keine 3.858. Ja, da müssen wir uns noch ordentlich ranhalten. Und mir fällt gerade auf, wir haben gar nicht das Quiz gemacht. Das machen wir jetzt zum Schluss auch nochmal. Was ist der höchste Preis, der jemals auf einer Auktion für ein englisches Vollblut bezahlt worden ist? 16 Millionen, 14 Millionen, 12 Millionen. Oh Gottes Willen. Dann nehmen wir das höchste. Ja, und das stimmt auch noch. 16 Millionen für ein Pferd. Das muss man erstmal haben. Das wertvollste Pferderennen in Europa findet in Paris, Ostend, London statt. Paris? Okay. In den Niederlanden erhalten die Erstplatzierten bei einer Pferdeschau rote, blau, orangene Bänder. Da ist die Niederlande, denke ich mal, orange. Ja. Das ist so deren Farbe. So, gut, dann würde ich aber sagen, war es das für heute? Ich werde mich mal ranhalten und versuchen, mehr Punkte zu sammeln, damit wir wenigstens eins von den beiden Pferden noch freischalten können. Hoffentlich für 7500 Punkte. Ich hoffe, das klappt. Na gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit unserem Onyx-Einhorn Stufe 3. Also, bis dann. Tschüss.